Hallo Freunde, hallo Bastler, hallo Weber und Neuankömmlinge auf meinem Kanal. Ich begrüße euch. Hier überschlagen sich die Ereignisse. Ich war ja auf der Holop Vape am Wochenende. Es sind einige Päckchen gekommen, die ich überprüfen muss. Unter anderem hat mir die liebe Annette, eine Abonnentin meines Kanals und eifrige Teilnehmerin beim Chat, der jede zweite Woche auf den Sonntag stattfindet, hat mir den Scrape E, ich glaube E steht für Emotion, und zwar den Klon gesendet. Da war einiges kaputt und da hat Annette gesagt, behalt ihn, mach ihn fertig, verkauf ihn oder behalt ihn für dich selber. Und da war einmal unten dieser schwarze Ring für die Airflow, der saß total fest. Da waren ein paar Grade drin, die ich abschleifen musste. Da habe ich die Gummidichtung erneuert, habe schön eingefettet und wie ihr seht, na, ich kann den selbst mit dem Daumen jetzt drehen und einstellen. Ich habe jetzt das sogenannte B-Deck hier drin mit einer Wicklung 0,4 Edelstahl auf 2,5 Dorn, 7 Windung, macht summa summarum 0,5 Ohm. Ich dampfe hier mit dem, jetzt muss ich wieder gucken, wie der heißt. Den Simple heißt der, glaube ich, ein vollmechanischen Mod mit Hybridplatte. Und Watte habe ich drin. Na, genau, die Ango Rabbit. Und hier drauf war kein Drip-Tip. Das hat die Annette leider nicht mitgeschickt. Laut den Videos, die ich mir angeschaut habe, war das auch sehr kurz. Habe ich ein etwas längeres gefunden. Wie gesagt, da sind jetzt circa, denke ich mir mal, so 35, 40 Watt. Und ich ziehe direkt auf Lunge. Und ich war überrascht, wie gut das kleine Scheißding schmeckt. Das schmeckt wirklich gut. Abonnenten, die meinen Kanal kennen, die wissen, ich bin OBS-Fanatikerin, was den Verdampfer angeht. Bei Bottom Feeder habe ich ja hier unter anderem viermal den, ja, jetzt komme ich da nicht auf den Namen. Ach, wie heißt der jetzt nochmal? Ich komme nicht drauf, dieser kleine hier mit dem Genesis-Prinzip, der geschmacklich schon eine Bombe ist. Dann habe ich mir kurz vor der Messe ja den Themis bekommen und da habe ich gesagt, wow, der Themis schlägt den OBS, der Themis schlägt den Zeus, der ist geschmacklich eine Bombe. Und ich habe gedacht, holla die Waldfee. Dann habe ich ihmchen hier fertig. Wie gesagt, einige Dichtringe erneuert, auch unten, wo das Deck eingesetzt wird. Da musste ich ausbohren. Da saß ein Stück Metall drin, wie auch immer das da reingekommen ist. Keine Ahnung, das heißt, man konnte den gar nicht dampfen, weil unten kein Zug möglich war. Na, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall, wie gesagt, hingekriegt, repariert. Und ich bin erstaunt, wie geschmacklich hier dieser Scrape ist. Ich weiß nicht, was der Originale kostet. Ich meine, ich hätte mal gehört 139 Euro. Und der kommt von Stadtqualm. Und ich will mal behaupten, holla. Der kam, glaube ich, um die 40 Euro oder 50 Euro. Keine Ahnung. Ich habe vorhin noch bei eFest geguckt, bei eFun geguckt, bei Fastig geguckt. Den gibt es gar nicht mehr hier, den Klon. Ich denke mal,
Ich habe viel in Foren gesehen, die haben alle darüber gemeckert, weil der AFC-Ring nicht funktioniert, weil der zu stramm war und. Naja, nachdem ich ihn jetzt fertig habe, habe ich da nichts mehr dran zu meckern. Und ich bin ja kein MTL-Dampfer, sondern DTL, das heißt Dampf to Lunge, also direkt in die Lunge. Und MTL erstmal in den Backen und dann in die Lunge. Die anderen beiden Decks sind bei, dass man, wie gesagt, machen kann. Es sind ein, zwei, drei Düsen bei, dass man den also locker auch auf Backe dampfen kann. Aber da ich hier so viel habe und ich weiß schon nicht mehr wohin damit, habe ich zu mir gesagt, ich werde den nicht behalten. Wer also Interesse an den Scrape E, Klammer auf, Emotion, glaube ich, Klammer zu, und mir ein gutes Angebot macht, dann kann er sich den dann ordern und dann ist er seins. Aber kommt nicht damit an für 10 Euro. Keine Chance. Also für einen ehrlichen Preis, für einen guten Preis gebe ich ihn ab. Allerdings ohne den Mod hier, weil den habe ich vom Axel geschenkt bekommen und den gebe ich nie ab. Ich habe viele Sachen geschenkt bekommen, die ich dann auch weitergebe oder verkaufe. Wenn man aber sagt, mach damit, was du willst, dann verkaufe ich ihn und wie gesagt, der Akkuträger, der bleibt hier. Wenn jemand unbedingt da einen Akkuträger für benötigt, der kann bei mir schauen. Da sind genug Akkuträger, wo der Emotion drauf passt. Und ich lasse auch die Wicklung hier drauf. Ich mache den auch nicht sauber. Ich dampf den jetzt leer, mache dann einmal neue Watte rein oder kann sich derjenige selber auch selber machen. Kann man ja dann sagen, wenn er den haben will, ob ich den in Ultraschallbad legen soll, um ihn zu säubern, ob ich die Wicklung rausmachen soll oder drin lassen soll und ob ich auch neue Watte reinmachen soll. Gibt nichts zu meckern. Dann würde ich sagen, schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Dank fürs Zuschauen. So, mein Nachbar ist jetzt endlich fertig mit Rasenschneiden. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye-bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke. Und tschüssi.